Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Rixi und willkommen zurück zu einer neuen Folge Graveyard Keeper. So, dann machen wir uns mal ein paar Grabsteine hier. Ich denke mal, es wird auch mal Zeit, dass wir da was machen draus. Steine können wir auch mal verarbeiten, warum auch nicht. So. Und nochmal. Wir haben noch ein paar Steine über, super duper. Dann können wir noch ein paar Grabsteine bauen. Da werden wir noch besser werden hier. Da, Grabsteine, sehr schön. Die können wir sehr gut gebrauchen. So, mehr Energie haben wir nicht mehr. Mann. Haben wir schon komplett verballert. Und dann müssen wir mal gucken, wo der Händler ist. Wann der mal auftaucht. Weiß ich mich gar nicht im Kopf mehr. Weil wir brauchen ja das Land für den Esel. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Ja, ja, du fühlst dich erfrischt. Ist mir klar. Okay, wir haben keinen Platz mehr, wie ich gerade merke. Machen wir noch den Grabstein hier fertig. So. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier wegtun können. Ja, die können wir mal alle verkaufen. Obwohl, mal. Das Ding können wir verkaufen auf jeden Fall. Die Spitzhacke möchte ich nicht verkaufen. Die möchte ich gerne anlegen. Gut, das Eisenerz können wir mal weglegen, alles. Die Nägel brauchen wir jetzt auch nicht. Jo, das ist doch super duper. Jetzt können wir noch mal schöne Eisen hier machen. Eisenbarren bitte. Und jetzt gucken wir mal nach dem Friedhof oder sollen wir nach dem Händler gucken? Wir gucken mal gerade, ob der Händler noch da ist. Na, Esel. In der Hoffnung, dass wir die Ländereien dann bekommen, wo wir dann sozusagen die Rüben anbauen können. Das wäre super duper. Hoppla. Verzeihung, ich wollte nicht gegen das Mikrofon hauen. Oh. Ja gut, Pilze brauchen wir jetzt eh nicht. Das wäre eine Technologie, die wir lernen müssten. Und ist denn unsere erste Predigt? Okay, das dauert auch noch ein paar Tage. Bis unsere erste Predigt ist. Aber wo taucht der Händler eigentlich auf? Wir fragen mal gerade nach. Hallo, mein Gutster. Na gut, kann man nicht nachgucken. Wird doof. Das ist ja blöd. Wie sieht es bei dir aus, Mädchen? Du bist der neue Friedhofswärter sein. Das hat man mir zumindest so gesagt, aber woher wusstest du das? Oh, wenn du so lange wie ich lebst, lernst du vermutlich auch Leute so gut wie so zu lesen. Aber bleib meine guten Manieren. Ich bin Frau Kette, die Frau von Horadrik. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe ein paar Fragen über... Rede lieber mit meinem Mann. Er hat hier das Sagen. Er ist nicht nur der Wirtier, sondern auch der gewählte Forscher des Dorfes. Außerdem redet er wirklich gerne. Ich kann nur ein paar Rezepte verkaufen. Ah, okay. Gut, dann hätten wir das hier soweit geklärt. Ich hoffe, dass der Händler noch da ist, aber hier ist kein Händler. Ich glaube, der ist nämlich hier normalerweise. Dann war der Weg also umsonst. Naja, gut, dann tun wir jetzt ein paar Grabsteine verarbeiten. Und dann schauen wir mal. Was wir noch. Ach mal, was könnten wir da noch lernen? Technologien. Haben wir noch was hier, was wir lernen könnten? Nix. Ja, dafür brauchen wir noch eine Tour. Ne, scheint so, dass wir alles... Ah, hier kann man Essen machen. Hm. Dass wir wirklich alles gelernt haben, was wir halt lernen können. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Der Händler kommt am nächsten Tag, so wie es scheint. Also passt das super duper. Dann hätten wir das nämlich heute auch erledigt. Das Team mit dem hier, mit dem gnädigen Herrn. Das ist cool. Okay, jetzt können wir ein paar Gräber mal verarbeiten, bearbeiten. Damit wir noch ein bisschen mehr Pluspunkte haben hier. Dann würde ich sagen, mal gucken. Das Holzkreuz kann weg. Ja, reparieren tun wir es nicht. Das tun wir entfernen.
Und dafür kommt dann jetzt das Teil hin. So, dann möchte ich da möglichst mal 0. Das finde ich super duper. Das Holzkreuz sieht eigentlich noch in Ordnung aus. Ich schmeiß mir das raus. Das bringt nicht so viel. Und dann tun wir für das dahin. So. Dann kann das weg. Die nächste dran. Und dann haben wir es super duper hinbekommen. Sehr schön. Und plus 10 haben wir schon. Nice. Da ist sie. Okay, jetzt müsste der Händler ja bald auftauchen. Ja, ja, Leiche. Ach, hier, warte mal. Wir könnten mal gerade die Taschen leer machen. Weil den Kram brauchen wir nicht wirklich. Können wir einfach wegschmeißen, den Kram. Oh, wir wollten mal... Nee, das können wir nicht verkaufen. Notizen? Das sollten wir vielleicht auch mal in Erwägung ziehen. Dass wir die Teile mal auseinandernehmen an dem Arbeitstisch. Müssen wir uns vielleicht mal anschauen. Aber zuvor zum Händler. Oh. Da habe ich mich gerade vertan. Der Händler kommt am nächsten Tag erst. Naja, noch ein Tag mehr. Dann ist es halt so. Wir können mal gerade zu dem da oben hingehen. Zu dem Farmer hier. Gucken, was er zu bieten hat. Hallo, die Mühle funktioniert nicht. Tut mir leid. Wenn du das gemahlen haben willst, musst du wohl in die Stadt gehen. Das ist schade, aber ich habe nichts, was gemahlen werden muss. Ich lebe auf dem Friedhof. Friedhofswärter, schön, dich zu treffen. Ich habe ein paar alte Reserven, die du vielleicht hilfreich finden könntest. Sag mal, ja. Was ist denn da? Mehl? Könnte man kochen, rein theoretisch. Was ist das da? Oh! Ein Grab! Das ist interessant, was macht das Grab denn da? Sehr, sehr, sehr seltsam. Muss man es nicht verstehen. Ach komm, wir holen den Baum noch mit. Ja. Dankeschön. Erstmal weg damit. Nehmen wir den Baum halt mit. Was ist das denn da oben? Achso, das ist ein Stein. Ich hab mich gerade gewundert. Haben wir jetzt noch ein bisschen was gemacht? Ist ja auch nicht schlecht. Und dann werden wir jetzt am nächsten Tag unser erstes Feld bestellen. Ich hoffe es. Mit der Herr zufrieden ist, da unten. Wehe, du verlangst noch eine Gehaltserhöhung, ey. Dann habe ich schon ein Problem mit dir. Okay, dann legen wir uns mal gerade hin. Damit der Tag schneller vorbei ist. Naja, ist ja mal mitten in der Nacht, aber komm. Kriegen wir schon. Oh, ich habe vergessen, hier mal nur neu herzustellen. Jo. Genau, wir müssen mal gucken, was wir benötigen für die Schmiede. Fällt mir halt mal so ein. Hölzenamboss. Amboss. Okay, wir bräuchten noch einen mehr. Super duper, dann können wir nämlich den Amboss bauen. Nicey, nicey. Sehr, sehr, sehr schön. Haben wir hier noch irgendwo Metall rumliegen? Nee, nicht wirklich. Aber wir können noch ein bisschen Kohle hier reinstopfen. Ach, es geht auch nicht, wenn er am Brennen ist. Okay, ich nehme alles zurück. Ist ja gut. Tja, was können wir noch gebrauchen? Wir haben ja eigentlich schon einiges. Ja gut, ein bisschen Holz können wir noch ein bisschen sammeln. Ach, Stein können wir mal gebrauchen wieder, ja. Aber da kommen wir nicht dran. Dann fällen wir den Baum hier mal weg. Wir brauchen ja unbedingt mal ein bisschen Gärtnerkram. Nutzen wir das mal ein bisschen aus. Mal schnell an die Punkte kommen. Wir müssten auf jeden Fall hier was lernen, denke ich immer. Ach genau, wir können ja mal in die Kirche gehen in der Zeit, weil da können wir ja noch was verarbeiten. Noch ist der Tag gar nicht angebrochen. Der Tag ist es nämlich, wo der Händler erscheint.
Müssen wir mal schauen, hey. Ich habe gar nicht. Ich hab wieder vergessen, wie sich das Ding dreht. Ich hoffe, es ist wirklich der nächste Tag dann. Okay, wir müssen da runter. Da ist der Keller. Und dann müssen wir. Oh, warte mal, das können wir auch freimachen. Ah. Egal, wir tun jetzt mal das drauflegen. Ach, da brauchen. Ah, okay, das können wir zerlegen. Sehr schön. Wie das. Ach, das geht nicht. Ach, Mann, weil wir diese blöden Mister benötigen. Okay, okay, okay. Und da brauchen wir noch zwei. Da brauchen wir davon einen und davon 10. Ja, gut, das schaffen wir auch jetzt nicht auf die Schnelle. Wir wollen ja den neuen Amboss haben. Ich möchte mich die besseren Gerätschaften haben. Dann gucken wir mal, ob das Eisen schon mittlerweile fertig ist. Da ist es sogar. Dankeschön. Jetzt könnten wir sogar einen Amboss bauen. Nice. Das machen wir auch direkt. Amboss. Ach, mein Bau. Den brauchen wir ja nicht mehr, den da unten. Da können wir den abbauen. Geht das irgendwie? Abreißen oder so? Gibt's das irgendwas? Ne, irgendwie nicht. Hm. Komisch, komisch, komisch. Ich weiß gar nicht, wie man das abreißt. Hm. Jetzt bin ich mir auch einen Knopf für. Ach ja, genau, das war hier. Entfernen. So war das, genau. Okay, weg mit dir. Da gab es einiges für. Und dann können wir den Amboss dahin platzieren. Okay. Gucken wir mal, was können wir machen? Nägel können wir machen. Einfache Eisenstücke und komplexe können wir jetzt machen. Nice. Und die Axt können wir auch verbessern. Oder? Ne, die haben wir ja schon. Hm, müssen wir mal gucken. Alles mal wieder einschmelzen hier. Und dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Bücher schreiben bringt nichts. Daran müssen wir. Werkzeuge, da müssen wir das wohl lernen. Ja, ja, müssen wir lernen, da oben ist es. Hm. Wir müssen irgendwas mit Gärtnern auf jeden Fall jetzt machen. Das ist verdammt wichtig. Gärtner, Gärtner, Gärtnern. Also das kann ein bisschen dauern, was mit den Bäumen machen. Ich denke mir mal, wenn man da die Sachen bauen kann. Moment mal, apropos Sachen bauen. Apropos. Wir brauchen ja. Die Dinger brauchen wir. Das brauchen wir ja auf jeden Fall. Okay, da haben wir schon mal 10 von. Und dann benötigen wir ja. Das können wir noch nicht herstellen, leider. Das ist halt blöd. Oder? Macht mal vielleicht. Doch, 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 das geht hier, stimmt. Hier war das. Da bauen wir uns jetzt eine Abkürzung schon mal. Ich möchte mich unbedingt die Felder reinmachen. Felder rein ist natürlich super. Jo, rein in die gute Stube. Dann bauen wir nämlich die Abkürzung da. Ah, verdammt, die brauchen ja was ganz anderes. Holzbalken brauchen wir ja. Wie bauen wir den Holzbalken? Fragen befragen. Holzbalken. Holzplanke. Ist auch nix. Müssen wir wohl woanders lernen. Oh, ist das blöd.
Ne, gibt's auch nichts. Ist auch keine. Auch nicht. Tja, wie stellen wir Holzplanken her? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Hier ist es bestimmt. Ah, da haben wir es. 200? Uiuiuiuiuiui. Krassomat. Echt krass. Ich beschleunige mal die Zeit. Ich hoffe ja, dass er da dahin wandert gleich. Ich möchte nämlich die Felder aufbauen. Dankeschön. Nochmal herstellen, bitte. Okay, was können wir noch eigentlich herstellen hier? Eine Rostige haben wir, na super. Brauchen wir die Teile? Ja, die brauchen wir eh. So oder so. So, davon haben wir schon mal genug jetzt dann. Ich guck mal, ob man nicht irgendwo Holzbalken kaufen kann. Okay, wie ich gerade erkannt habe, dreht sich das Ding falsch rum. So ein Mist. Hier wird's wohl nichts mit den Ländereien. Blöd. Doof, doof, doof. Bringt das was für die Gärtnerei? Nein, leider nicht. Ich ja blöd, ich ja blöd. Mein Plan geht nicht auf. Naja, da haben wir halt Vorbereitungen gemacht. Ist ja auch nicht verkehrt. Wenn wir mit 10, kann man mit 10 was anstellen. Ja, die Dinger haben wir leider nicht. Blöd. Ja, Imker könnten wir lernen, aber hm. Warte mal, wenn wir Pilze sammeln, kriegen wir dafür vielleicht mehr Punkte. Kann ja auch sein. Müssen wir mal schauen. Naja, dann haben wir wenigstens die Schmiede gebaut. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Ein bisschen Fortschritt halt. Man kann halt nicht immer große Sprünge erwarten. Ups, wo gehe ich denn her? Boah, was ist denn das für ein Riesenfels? Sehe ich jetzt erst. Monströs. Gibt's hier ein paar Pilze? Warte mal, hier gibt's ja Pilze. Da gibt auch nur einen. Das ist ja blöd. Naja, kann man nichts machen. Können wir mal gucken, ob wir backen können. Genau. Du hast nichts drin. Okay. Moment. Wo ist denn hier? Das ist Fett. Gut, können wir mal reintun. Die können wir auch mal reintun. So, was ist das? Ruinierte Bücher. Ja, die Pilze will ich woanders hin tun. Das tue ich auch woanders hin. Ordnung muss nun mal sein. Hier unten noch was zu machen. Oh, was ist das denn? Ui, wir können backen. Coole Sache. Was haben wir hier drin? Rezept einfach lecker. Schauen wir gleich mal nach, was das ist. Und hier können wir dann Kisten aufstellen, rein theoretisch. So, erstmal Charakter. Wie kann man das rechtsklick benutzen? Herstellen gebratene Pilze und Bratapfel. Mehl. Ah, so kann man Mehl herstellen. Mit Wasser. Wasser holen wir uns dann aus dem Brunnen, würde ich sagen. Probieren wir es mal aus. Und wir sollten direkt ein neues Eisen. Ja, kann man wirklich da so herstellen.
So, wie viel haben wir jetzt? Ich weiß nicht, ob das jetzt zwei sind. Oh. Was geht hier nicht? Oh, wir haben kein Feuer mehr. Gut, da kommt das da rein. Das ist auch cool, dass man das gar nicht in der Tasche haben muss. Finde ich praktisch. Und noch einen. Komm, ich hole mal ein paar Eimer hier raus. Okay. Wieder einmal einen verfolgt wie bei Mickey Mouse. So. Dann machen wir das hier. Ach, das wo komme ich denn das Wasser jetzt her? Benutzen? Wo ist das Wasser? Ah, so läuft das. 40 haben wir jetzt. Alter Walter. Jo, dann machen wir ein bisschen Teig. Lecker Brot. Wird jetzt gemacht. Oh, da bekommen wir reichlich von... Naja, nur eins, aber komm, das geht dafür fix, würde ich mal sagen. Jo. Super duper. So, jetzt haben wir 15. Technologie. Wir gucken mal gerade, was haben wir denn noch alles da? Ich möchte diesen Holzbalken gerne produzieren. Aber da brauchen wir ja noch mehr Macht. Müssen wir wohl hier loslegen. Wir könnten mal Imker lernen, aber na. Wir heben das mal auf, würde ich sagen. So. Haben wir jetzt alles verarbeitet? Jo, Hammer. Was können wir jetzt hier machen? Oh, das geht also nicht mit Kohle hier. Moment, da müssen wir die Kohle mal reinholen. Kohle, 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 Kohle. Wo ist denn die? Moment mal. Haben wir die komplette Kohle verbraten? Alter Walter. Das ist natürlich krass. Ich hätte es nicht gedacht. Ach stimmt, wir haben die ganze Kohle hier reingeballert. Ich vergaß. Na gut, dann machen wir Brennholz gerade schnell. Das war hier, oder? Ja, Brennholz. Das müssen wir predigen sogar. Wie viel haben wir jetzt? Gute Sache. Jetzt können wir bestimmt... Ja, wunderbar. Es geht sogar. Sehr schön. Da haben wir unser erstes Brot. Nice. Sehr schön. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, werden wir unseren... erste Predigt in der nächsten Folge abhalten. Ansonsten, wenn es dir soweit gefallen hat... Lasst mir einen Kommentar auch da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.